Das Virus. Sir Thomas, überhol ihn! Gut gemacht! Du bist gleich da! Jetzt tritt ordentlich aufs Gas! Dies! Ha! Nimm das, Johnny! Verlierer! Trittst du noch mal gegen ihn an? Geht nicht! Das war schon das letzte Level! Oh, wir hatten noch gerade erst angefangen! Warte mal! Mal sehen, was da steht. Herzlichen Glückwunsch. Als Preis erhalten Sie ein Smartphone und brandneue Levels für das Spiel. Oh yeah! Cool. Klick es an. Ich würde nicht einfach irgendwo draufklicken. Was soll schon passieren? Wow. Hey, was ist los? Jemand hat die Zahlen verdreht. Na bitte sehr. Habe ich euch nicht gewarnt? Meinst du vielleicht, das war Johnny? Johnny! Natürlich! Er war sauer, dass wir gewonnen haben, also hat er sich eine Tarnkappe aufgesetzt. Dann schlich er sich ins Zimmer und radierte alles vom Computer weg. Stopp! Wovon redest du? Eine Tarnkappe? Das hat doch überhaupt gar nichts mit Johnny zu tun. Sieht so aus, als ob du ein Virus hast. Dann müssen wir John Thomas' Mama holen. Wozu? Ist das nicht klar? Sie ist Ärztin. Sie wird dieses Virus problemlos verschwinden lassen. Daraus wird nichts. Vergiss es. Ein Computer mit einem Virus wird so nicht behandelt. Ein Arzt wird hier nicht helfen können. Besonders keine Zahnärztin wie deine Mutter. Wer kann uns dann helfen? Dafür brauchst du eine besondere Software. Antiviren. Ein Computervirus ist ein zerstörerisches Computerprogramm. Es kann nicht nur wichtige Informationen stehlen oder löschen, sondern auch den Computer vollkommen zerstören. Das Schlimme an einem Virus ist, dass es sich sehr schnell ausbreitet und andere verbundene Computer infizieren kann. Ähnlich wie eine menschliche Krankheit. Um solche Viren zu finden und zu stoppen, braucht man ein Antivirenprogramm. Antivirenprogramme schützen einen Computer auch vor neuen Infektionen. Und übrigens, dein Papa hat auf seinem Computer eine Antivirensoftware. Und meine hat keine? Nein, du lässt ja niemanden in die Nähe deines Computers. Du hast ja keine Zeit. Papa, machen wir das später, okay? Ich muss noch eine Runde schaffen. Nur noch eine Minute. Oh, seht mal. Das Virus beginnt jetzt alles darin zu zerstören. Das heißt, der Computer wird verschwinden. Und das Zimmer auch. Und wir alle. Stopp, stopp! Keine Panik! Wir müssen den Computer retten. Sofort! Tom Thomas, dein Papa hat eine Kiste mit allen Antivirensoftwares. Hol sie! Spiele, Musik, Trickfilme. Es gibt so viele interessante Dinge im Internet. Aber genau wie in der physischen Welt muss man sich an die Regeln halten, wenn man online ist. Erstens, besucht nur Websites, die ihr kennt. Manchmal könnte sich ein zerstörerisches Virus hinter einem schönen Bild verstecken. Und es gibt viele Betrüger im Internet. Deswegen sollte man niemanden, den man nicht kennt, seine Adresse geben oder eine SMS schicken, um ein kostenloses Spiel herunterzuladen. Wenn ihr eine Nachricht von einem Fremden bekommt, solltet ihr sie sofort euren Eltern zeigen. Unterhaltet euch nur mit Menschen, die ihr kennt. Und sitzt nicht den ganzen Tag drinnen und surft im Internet. Es gibt immer noch nichts Besseres, als rauszugehen und mit Freunden an der frischen Luft zu spielen. Das war's. Der Feind ist zerstört. Gut gemacht. Mal sehen, ob jetzt alles funktioniert. Jetzt müssen wir die Software deinstallieren. Wieso? Das brauchen wir nicht. Doch, das müssen wir. Dieses Programm darf nur von einem Erwachsenen installiert werden. Sonst finden deine Eltern noch heraus, dass du Hilfe von den Fixies bekommen hast. Tut mir leid. Schon erledigt. Und hier kommt Papa. Papa, kannst du das auf meinem Computer installieren? Bitte? Brauchst du es sofort? Hat das nicht Zeit? Nein, wir können das nicht länger verschieben. Bitteschön, nun ist dein Computer geschützt.
Wieso bist du plötzlich so verantwortungsbewusst? Oh, Papa, du weißt wohl nicht, was für Viren da durch das Netz strömen. Du hast recht. Das Sieb. Papa, wann kommt Mama zurück von der Konferenz? In einer Stunde. Wie können wir sie überraschen? Wie wär's mit Rosinenbrötchen? Die liebt sie. Das ist eine tolle Idee. Wo sind nur die Rezepte? Oh. Ah, hier sind sie nicht. Wo könnten sie wohl sein? Was suchst du da? Ein Rezept. Das ist in der Schublade beim Herd, da drüben. Toll, danke. Hier ist es. Ah, fantastisch. Mal sehen. Was brauchen wir? Milch. Mehl. Eier. Etwas Zimt und Rosinen. Der Zimt ist gleich hier. Aber die Rosinen sind alle. Die Rosinen sind alle. Ohne Rosinen? Nein, Mama liebt die Rosinen. Ah, es ist zu spät. Die Geschäfte sind geschlossen. Müsli! Wir haben Müsli! Na und? Da sind Rosinen drin. Schau! Tom Thomas, du bist ja ein Genie. Du kümmerst dich um die Rosinen. Tom Thomas, was nimmt Mama, um den Teig zu kneten? Den Mixer. Wie wär's mit dem Mixer? Keine schlechte Idee. Ich denke nicht, dass du genug Rosinen hast. Und du hast den Teig noch nicht gemacht. Das geht ganz schnell mit dem Mixer. Na gut, Papa. Mal sehen, wer zuerst fertig ist. Komm schon, schneller, schneller! Sei doch kein Tollpatsch. Wenn ihr meint, ihr wärt so toll, warum helft ihr nicht? Na gut, wir helfen. Fang! Was ist los da drin? Wir haben alles von oben genommen. Wir müssten nach unten tauchen. Taucht! Schnell! Papa hat schon fast den Mixer zusammengebaut. Wo sind die Rosinen? Es ist dunkel da unten. Wir können die Rosinen nicht sehen. Dann taucht noch mal. Nein, so wird das nichts. Wir brauchen einen Filter. Um Samen von Hülsen zu trennen, Luft von Staub und Wasser von schädlichen Teilchen, nehmen wir Filter. Der einfachste Filter ist ein Metallnetz. Solche Filter sind in Waschmaschinen installiert und in Geschirrspülern. Sie halten das Wasser sauber, indem sie kleine Schmutzpartikel abfangen. Somit halten Maschinen länger und gehen nicht so schnell kaputt. In anderen Worten, Filter trennen das, was wir wollen, von dem, was wir nicht wollen. Ich glaube, ich weiß, was Mama benutzt. Perfekt! Dieser Filter ist ein Sieb. Nimm die Schüssel und halte das Sieb darüber. Schütte das Müsli hinein und jetzt schüttel es, damit die kleinen Teile durchs Sieb fallen. Und die Rosinen drin bleiben. Mach den Mixer schon an. Dann musst du schneller schütteln. Papa, du spritzt den Teig durch die ganze Küche. Der Mixer ist zu kraftvoll. Der Mixer ist in Ordnung. Der Teig ist zu flüssig. Ihr müsst Mehl hinzugeben. Du brauchst mehr Mehl. Okay, woher weißt du das alles? Schüttel noch mehr. Nicht nötig. Ich habe alle Flocken ausgesiebt. Cool, es hat echt geklappt. Papa! Was? Kann ich die Rosinen in den Teig tun? Sieh mal an, wie hast du die so schnell ausgelesen? Mit unserem Sieb, Papa. Kennt ihr die Geschichte von Aschenputtel? Ihre böse Stiefmutter ließ sie nicht zum Ball gehen. Stattdessen schüttete sie Erbsen auf einen Haufen Asche und befahl Aschenputtel, alle auszulesen. Aber was die meisten Leute nicht wissen, es waren Fixies, die Aschenputtel halfen, die Erbsen von der Asche zu trennen, mit Hilfe eines Siebes. Das ist wahr. Aschenputtel war eine Freundin der Fixies. Man findet die Spuren der Fixies in vielen Märchen. Erinnert euch nicht der Däumling und die Däumeline an jemanden? Wie haben sich diese winzigen Charaktere im Märchen zurechtgefunden? Es ist gut möglich, dass vor langer Zeit ein Fixie, der etwas tollpatschig war, von einem Geschichtenschreiber entdeckt wurde. Und der wurde zur Inspiration für zahlreiche Märchen.
Okay, mach die Augen auf. Tada! Wunderschön. Wessen Idee war das? Tom Thomas. Die sind so gut. Was ist das Rezept? Das ist von Tom Thomas. Und ihr wusstet, dass ich Rosinen liebe. Tom Thomas hat sie aus dem Müsli gesiebt. Gut gemacht, Tom Thomas. Ganz alleine? Das ist doch klar. Tschüss. Schönheit. Die Werder. Und eins. Ha! Nicht übel. Was ist los? Schade, dass Feuer das nicht gesehen hat. Ich trainiere nur für die Schule. Du machst doch die ganze Zeit Drehungen und Verrenkungen für Feuer. Ich? Das ist doch vollkommen absurd. Nolik, mach langsam. Ja. Spule, spielen wir lieber etwas Schach. Aber ist Rollkunstlauf nicht wunderschön? Dreh mich. Wie cool! Warum rufst du so laut? Ich habe gerade zwei Karten bekommen für den absolut legendären Vektor. Richtig. Und wer kommt mit dir? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Was muss man da nachdenken? Lade doch einfach das allerhübscheste Mädchen der Schule ein. Stimmt's? Keine schlechte Idee, mein Freund. Hast du das gehört? Die Allerschönste wird eingeladen. Tja, ich bin gar nicht interessiert. Und weißt du was? Ich bin's auch nicht. Unsere Welt ist voller Schönheit. Es gibt zahllose, wunderschöne Pflanzen und Tiere, atemberaubende Berge, Wälder und Seen. Aber das reicht den Menschen nicht aus. Sie erschaffen auch selber schöne Dinge. Künstler malen schöne Bilder. Komponisten schreiben schöne Musik. Architekten schaffen schöne Gebäude. Und Modedesigner machen schöne Kleidung. Das betrifft sogar auch Wissenschaftler. Sie schaffen schöne Ideen. Diese Ideen können die Basis sein für neue Technologien, die das Leben der Menschen verbessern. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Schönheit. Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Aber jeder versucht auf seine Weise schön zu sein. Sowohl Menschen als auch Fixies. Bitte hilf mir, Spule. Wie kann ich schön werden? Ich weiß nicht. Frag doch Werder. Sie hat das gewisse Etwas. Was hat sie? Was ist denn das Schönste an ihr? Oh, nun ihre Haarnadel, die Frisur. Das Grün steht ihr super. Grün ist schön. Aha. Okay, bis später. Spule. Hä? Was ist deine Meinung? Meinst du, Feuer mag Simka? Es sieht so aus. Ist das, weil sie rote Haare hat? Orange. Jetzt verstehe ich. Nun, ist das in etwa ihre Farbe? Nicht wirklich. Ich brauche mehr Grün. Was macht eine Person wirklich schön? Schicke Kleidung, knalliger Nagellack, gefärbte Haare? Das macht einen nicht unbedingt schön. Hier ist ein zuverlässigeres Rezept. Zuerst waschen und Haare kämmen. Seht ihr? So seht ihr gleich viel schöner aus. Nun die dreckigen, zerknitterten Sachen wechseln und etwas Sauberes tragen. Das ist sogar noch schöner. Und zu guter Letzt, wenn man weniger Süßigkeiten isst und ausreichend Sport treibt, dann wird man sicher ein hübscher Junge sein. Oder ein bezaubertes Mädchen. Los. Meinst du, du bekommst ein Autogramm von Vektor für mich? Na sicher! Ich liebe seine Songs so sehr. Ich auch. Besonders der Song, der so geht. Computer, 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 du bist super. Ich spiel gern am Computer und meistens richtig laut. In jeder Minute wär ich gern am Computer. Doch nein, 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 das ist nicht erlaubt. Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein Fan bist. Weißt du was? Ich hole dir kein Autogramm. Warum denn nicht? Weil du es selber bekommst. Weißt du was? Ich habe eine Extrakarte. Ah, ich dachte, du nimmst das schönste Mädchen mit. Ihr seid
sehr schön. Und mit dir macht es am meisten Spaß. Los gehen wir. Stopp! Ha, wartet! Oh, Simka? Oder Werder? Wohin geht ihr? Was meinst du, wohin? Zum Konzert! Werder? Nein, Simka. Oder andersrum? Ich bin so verwirrt. Komm schon, Spule. Erkennst du sie denn nicht? Das ist Simka und das hier ist Werder. Gehen wir, sonst kommen wir zu spät. Blondinen haben immer Glück. Ja, wahrscheinlich hätten wir uns blond färben sollen wie Spule. Das Bauset. Tom Thomas. Hä? Warum sitzt du im Dunkeln? Weil es so besser aussieht. Guck doch mal. Ah. Oh, seht euch das an. Was für ein wunderschönes Schloss das ist. Wie aus einem Märchen. Nein, es ist aus meinem Bauset. Ich hab's selbst zusammengebaut. Cool. Oh, spiel mir Ritter. Ich liebe dieses Spiel. Und der alte Drachen auch. Wer hat die schöne Prinzessin in dieses Schloss eingesperrt? Ich bin natürlich die Prinzessin. Oh, wo ist der tapfere Ritter, der mich vor diesem bösen Drachen retten wird? Warte, ich rette dich, Simka. Nolik, du siehst wirklich nicht aus wie ein Ritter. Du hast nicht mal eine Rüstung. Rüstung? Warte, ich bin gleich zurück. Mit einem Bauset kann man viele verschiedene Dinge aus einem Set von Bausteinen bauen. Setzt man sie so zusammen, hat man ein Haus. Und so ein Auto. Oder so ein Raumschiff. Die Teile können auch aus Metall und durch Schrauben verbunden sein. Manche Bausteine bestehen aus Plastikteilen, die man zusammenstecken kann. Andere Sets sind Modelle, wo die Teile zusammengeklebt werden. Es gibt auch Magnetsets. Legt die Teile zusammen. Durch die magnetische Anziehung haften sie. Pass auf, Drache! Sie haben das Schloss zerstört. Ah, und sie haben mich entführt. Und bist du noch eine Prinzessin? Na klar bin ich noch die Prinzessin. Oh, rette mich, tapferer Ritter. Gut. Was ist hier los? Das ist ein magnetisches Bauset. Und deine Rüstung besteht aus Metall. Also wirst du von den Magneten angezogen. Tom Thomas, das ist nicht fair. Mach mich hier los. Okay. Oh, rette mich. Hilf mir. Du musst mich retten. Halte durch. Ich komme gleich zurück. Ich muss mein Kostüm wechseln. Kann nur noch ein tapferer Ritter. Ich hab doch schon den Ritter gespielt. Dann spiele neben noch mal. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Und bald gefälligst nichts um. Simka, bin gleich zurück. Und denke nicht mal daran zu flehen. Und so geschah es, dass jeder die arme Prinzessin im Stich ließ. Oh. Simka ist meine große Schwester. Deswegen meint sie könnte mich herumkommandieren. Aber ich nehme es ihr nicht übel, denn sie ist sehr klug und sie denkt schnell. Wahrscheinlich weiß niemand so viel über Geräte wie sie. Mit ihr ist es immer interessant und sie ist wirklich sehr schlau. Sie bekommt nur Einsen in der Schule. Alle in der Klasse lieben sie. Nur sie und Werder verstehen sich nicht so gut. Das ist wegen Feuer. Nun, ihr wisst schon, manchmal ist Zimka viel zu streng mit mir. Du das nicht, fass das nicht an. Aber wenn sich ein aufregendes Abenteuer ankündigt, ist sie immer ganz vorne mit dabei. Simka ist mutig und sie ist geschickt. Ja, sie ist immer für eine Herausforderung zu haben. Ich habe eine tolle Schwester, aber behaltet das für euch. Denn wenn ihr es ihr sagt, bildet sie sich noch was drauf ein. Wie lange soll ich denn noch hier sitzen? Hey, irgendwer? Hey!
Geht's euch gut? Ich kann euch ja keine Minute alleine lassen. Ja, ich glaube, es geht schon. Nulle kam rechtzeitig und hat mich diesmal wirklich gerettet. Wie ein ganz echter Ritter. Ach, komm schon. Ein Ritter? Das ist kein Witz. Du verdienst es, Ritter zu sein. Und jedes Lebewesen vor fiesen Taubacken jederzeit zu schützen. Ich schwöre. Oh, kühner Fixie. Ich schlage dich nun zum Ritter. Sir Nolik. Hurra, hurra, hurra. Dich. Der Film. Erst zielt er, dann wirft er. Cool. Kannst du das auch rückwärts? Ja, klar. Hey! Wie toll! Was für ein Wurf! Ich wünschte, Simka könnte das sehen. Warum machen wir keinen Film für Simka über Feuer? Wir können mein Fixie-Tab nehmen. Es hat eine Kamera. Wieso ist er nur für Simka? Wir machen ihn für uns alle. Eine tolle Idee. Ich werfe den Ball in den Korb und Nolik wird es filmen. Was sollen wir tun? Ihr könnt sein, was ihr wollt. Die Cheerleader oder Trainerinnen. Ja, eine Cheerleaderin. Ich bin dabei. Filme wurden vor mehr als 100 Jahren erfunden. Nach der Erfindung des Zelluloid-Films. Ein Film besteht aus einer Serie kleiner Fotos namens Frames. Wenn man sich die Frames schnell ansieht, eins nach dem anderen, sieht es so aus, als ob das Bild auf dem Bildschirm anfängt, sich zu bewegen. Schwer zu glauben, aber die ersten Zuschauer hatten Angst, als sie auf der Leinwand einen auf sie zurasenden Zug sahen. Zuerst waren die Filme stumm. Erst später lernte man, wie man Filme mit Ton macht. Und bald darauf lernte man, wie man Filme in leuchtenden, schönen Farben macht. Heutzutage wird nicht mehr auf Film gedreht. Heute werden Filme mit Digitalkameras gemacht. Heute sind in fast allen Handys und Tablets Digitalkameras eingebaut. So kann jeder einfach seinen eigenen Film drehen und ihn mit seinen Freunden teilen. Feuer, hat es drauf! Keiner wirft die Air! Hey, die Kamera ist doch noch gar nicht an! Macht euch bereit! Los geht's! Und Feuer, hat es drauf! Keiner, schnell die Air! Ja, zeig mal! Feuer, hat es drauf! Und wo ist der Ball? Er flog! Dorthin! So geht das nicht! Du musst den Ball filmen, wie er durch die Luft fliegt! Verstehe! Auf die Plätze! Ha! Feuer, hat es drauf! Wie war das? Es war sehr gut! Ich hab's! Und wo bin ich? Du bist irgendwo da drüben. Und wir sind nicht im Bild. Wozu machen wir das dann? Nolik, achte darauf, dass alle im Bild sind. Okay, ich versuch's. Und wenn ich den Ball werfe und Feuer filmt? Nein, Nolik. Es ist besser, wenn Feuer wirft und du filmst. Feuer trifft auch nicht immer. Versuche du mal zu treffen, wenn die alle im Weg stehen. Ah, jetzt sind wir schuld. Warum lernst du nicht zu spielen? Streitet ihr schon wieder? Wir drehen einen Film. Wow! Kann ich ihn sehen? Da gibt es nichts zu sehen. Ich habe nur Teile. Und keiner ist gut. Keine Sorge, das ist kein Problem. Was ihr jetzt braucht, ist Schnitt. Was brauchen wir? Filme werden normalerweise nicht an einem Stück gedreht. Nur ein Teil nach dem anderen. Und jedes Stück kann mehrmals gedreht werden mit der Kamera in verschiedenen Perspektiven. Dann kann man daraus auswählen. Nach dem Dreh kann man die besten Teile nehmen, sie aneinander reihen und daraus dann den Film machen. Diesen Prozess nennt man Schnitt. Mit dem Schnitt kann man Filme machen, die etwas zeigen, das man unmöglich an einem Stück drehen könnte. Also mal sehen. Für den ersten Dreh haben wir dieses Take hier. Für den Ball, der in den Korb geht, das hier. Und ich mag das hier, wo ich werfe. Und vergiss nicht mich und Spule. Natürlich nicht. Und das ist unser Film. Feuer, hat es drauf. Didisch. Der Film ist super. Darf ich auswählen? Ja, gerne doch.
können wir jetzt unserem Lehrer zeigen. Und auch Ziffer. Und Papus und Marcia. Seht, das ist meine Version des Films. Was war das? Das stimmt doch nicht. Oh doch, mit meinem Schnitt. Das ist nicht fair, Nolik. Feuer konnte den Ball 100-mal treffen, unbearbeitet. Du sicher nicht. Hey Leute, streitet euch nicht. Soll ich euch beibringen, wie man den Ball ins Netz wirft? Ja! Alles klar, dann mal los und hopp! Feuer hat es drauf. Keiner wirft wie er. Schokolade. Tom Thomas, pack es endlich aus. Morgen früh, Nolik. Ich will wissen, was für ein Spielzeug da drin ist. Hab Geduld, Nolik. Es reicht. Ich gehe ins Bett. Fass sie bitte nicht an, okay? Und du öffnest es nicht ohne mich, okay? Abgemacht. Gute Nacht, Nolik. Aha. Was machst du denn hier? Ich habe... Oh, eine Schokokugel mit einem Spielzeug. Wie interessant. Ja, aber voll. Machen wir es auf und sehen hinein. Das geht nicht. Ich habe es von Thomas versprochen. Aber wenn wir aufpassen, merkt er nichts. Die Schokolade liebe ich gerade, weil man sie so schön eingewickelt hat. Ich bin spät gerade. Jetzt haben wir es gesehen. Tom Thomas wird aber sauer sein, wenn er merkt, dass ihr die Schokolade angefasst habt. Und du? Du hast sie nicht angefasst? Hab ich nicht. Oh, und was ist dann das? Schokolade? Ja, absolut. Es ist eine 100% echte Vollmilchschokolade. Das steht hier. Die wichtigste Zutat in Schokolade sind Kakaobohnen. Sie werden geröstet, zerdrückt und gemahlen. Dann werden die Bohnen gepresst, um das Öl zu extrahieren. Mischt man Butter, Kakao und Zucker, bekommt man dunkle Schokolade. Mischt man Milch hinzu, bekommt man Vollmilchschokolade. Das erwärmt man, gießt es in eine Form und kühlt es wieder ab. Man kann auch Rosinen oder Nüsse hinzugeben. Manchmal wird Schokolade sogar mit Geschmäckern wie Blumen oder Salz gemacht. Schokolade wurde ursprünglich nicht zum Essen gemacht. Sie wurde als ein Trank mit gerösteten Bohnen, Wasser und scharfen Chilischoten verwendet. Nicht alle Erwachsenen konnten es trinken, geschweige denn die Kinder. Heute zählt Schokolade zu den Lieblingssüßigkeiten von Kindern und Erwachsenen. Wie sollen wir sie wieder zusammenbauen? Wie wär's mit Klebeband? Kommt schon. Zuerst erwärmen wir die Schokolade, damit sie wieder weich wird. Dann können wir eine neue Kugel formen. Und wir machen sie wieder hart. Ja, indem wir sie abkühlen. Die Schokolade sehe ich gerade. Spielzeug rein. Aber wir haben es noch gar nicht gesehen. Oh, es ist so schön. Tom Thomas wird es lieben. Oh, wartet! Was haltet ihr von dieser Idee? Ich hab gerade eine neue Schokolade, die jemand ganz toll eingewickelt hat. Sie ist so schön. Schokokugel? Hast du ein Glück? Vielleicht ist da ein Spielzeug drin? Mhm. Aber ich darf es nicht auspacken ohne Nolik. Kannst du das wirklich nicht ohne ihn? Geht nicht. Wir haben nämlich einen Deal. Mh,
Deine Schokolade ist sicher köstlich. Na los, nasch ein bisschen. Wenn du das sagst, dann esse ich sie. Aber wir packen das Spielzeug nicht ohne Nolik aus. Lecker. Komm schon, willst du nicht wissen, was drin ist? Wir verraten nichts. Alles klar, ganz schnell. Dann mache ich's wieder zu. Was ist das denn? Fisch! Nolik? Wirklich? Wie kommst du da rein? Überraschung! Du warst in dem Behälter, der Behälter war in der Schokokugel. Yeah. Und die Kugel, das ist doch unmöglich. Ihr beiden steckt dahinter. Vielleicht ein bisschen. Moment, Nolik. Du hast versprochen, die Schokolade nicht bis zum Morgen anzufassen. Und du hast versprochen, es nicht ohne mich auszupacken, oder? Musiknoten. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh, ihr führt aber wirklich ein geistreiches Gespräch. Geht das schon eine Weile so? Ja. Nein. Simka, sag bitte Nolik, was das ist. Ein Geschenk, oder? Aha. Von Katja. Und es hat einen Geheimcode. Genau hier, siehst du? Ha, das ist kein Geheimnis. Das sind Noten. Musiknoten. Ha, siehst du? Habe ich doch gesagt. Dieses Gekritzel soll Musik sein? Das glaube ich nicht. Komm schon, jetzt sagen es schon zwei Menschen. Simka ist aber kein Mensch. Sie ist ein Fixie. Jedenfalls sind wir in der Überzahl. Ihr habt euch gegen mich verschworen. Wir verschwören uns nicht gegen dich, Nolik. Musik ist etwas, was man spielen kann oder was man mit den Ohren hören kann. Aber das ist nicht alles. Man kann sie auch aufschreiben. Wenn wir Worte aufschreiben wollen, nutzen wir Buchstaben. Und wenn wir Musik aufschreiben wollen, nutzen wir besondere Symbole. Musiknoten genannt. Es gibt 7 Noten. C, D, E, F, G, A und H. Je höher der Ton, desto höher sitzt die Note auf den 5 horizontalen Linien, den Notenlinien. Noten, die so aussehen, dauern länger. Und solche Noten sind kurze, schnelle Töne. Dank der Noten kann man Musik wie ein Buch lesen und sie anschließend spielen oder singen. Bis ich euch nicht spielen höre, was da angeblich steht, glaube ich euch kein Wort. Worauf denn? Du weißt, dass wir keine Instrumente haben. Dann spielt es mit Löffeln. Hältst du dich für lustig? Hey, hört auf zu streiten. Ich weiß, wie wir das Lied spielen können. Mit Hilfe von Wasser. Wasser? Nur um sicher zu gehen. Versucht ihr, die Musik zu spielen oder wollt ihr sie waschen? Genau. Gieß ein, Tom Thomas. Etwas mehr. Hörst du, wie sich der Klang verändert? Stopp. Und jetzt? Gieß etwas Wasser in das nächste Glas, bis du diese Note hörst. Nämlich schau. Ha! Stopp! Jetzt hast du's. Und jetzt hier? Ja. Uns fehlt immer noch eine Note. Und was soll ich machen, wenn meine Mama heimkommt? Was soll ich sagen, was ich mache? Dass du lernst, Musik zu spielen und dabei noch Geschirr spülst. Das war's. Das war das hohe C. Jetzt haben wir alle Noten, die wir brauchen. C, D, E, F, G, A, H und C. Cool. Los, Tom Thomas, spiel. Wie wär's, wenn wir alle zusammen spielen? Musikalische Töne können auf ganz verschiedene Weisen produziert werden. Violinen und Cellos werden mit einem Bogen gespielt. Wenn der Bogen gegen die Saiten gerieben wird, vibriert die Saite, als ob sie zittert. Dabei entsteht ein wunderschöner Klang. Eine Gitarre hat auch Saiten, aber hier entsteht der Klang, wenn sie gezupft werden. Und in einem Klavier sind besondere Hammer, die die Saiten anschlagen, wenn der Pianist die Tasten nach unten drückt. Instrumente wie Trompeten, Posaunen und Flöten und Klarinetten machen Töne, wenn man in sie hineinbläst. Deswegen nennt man sie Blasinstrumente. Es gibt sogar Instrumente, die Klang erzeugen, wenn ein befeuchteter Finger über sie streicht. Versucht mal, euren Finger zu befeuchten und ihn auf dem Rand eines Weinglases zu reiben. Mit etwas Übung werdet ihr einen bezaubernden Klang hören. Und? Seid ihr beiden bereit? Ja! Alle zusammen!
Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, Tom Thomas. Zum Geburtstag viel Glück. Tom Thomas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Siehst du, Nolik? Und du wolltest nicht glauben, dass das Musik ist. Dafür habe ich zuerst erraten, welches Lied es ist. Hey, danke, dass ihr mir geholfen habt, Katjas Geschenk zu entschlüsseln. Und wie wär's, wenn du ein Lied an Katja schickst? Ja, wir können Musiknoten zu einem Lied über die Fixies aufschreiben. Die Fixies? Das geht nicht. Wir sollten nicht den Text schreiben, aber wenn es nur die Noten sind, ist es kein Problem. Hurra! Los, spielen wir es. Na klar! Das Bügeleisen. Fertig! Danke für eure Hilfe. Professor Eugenius! Ja, Elisa? Die Preisverleihung ist in einer Stunde. Sie müssen bald los. Ich weiß doch, Elisa. Wofür kriegen Sie denn einen Preis? Es geht um das Genie des Jahres. Nicht gerade bescheiden, aber wohlverdient. Wow, und Sie bekommen den Preis? Nun... ja. Kommt das ins Fernsehen? Aber klar doch. Cool. Und können Sie mich in Ihrer Rede grüßen? Und mich, und mich. Und Zimka. Ja, sagen Sie Folgendes. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und die Fixies grüßen. Das ist ja eine großartige Idee. Dann erfährt die ganze Welt von den Fixies. Professor Eugenius, habe ich nicht vorhin hier ein Bügeleisen gesehen? Hm? Hm? Oh. Ach, kommen Sie, Elisa. Das ist doch nicht nötig. Da gibt es keine Diskussion. Sie müssen einfach perfekt aussehen. Sonst denken doch alle, ich würde mich nicht um Sie kümmern. Erst lasse ich das Bügeleisen aufwärmen und dann bügle ich Ihren Anzug. Der wichtigste Teil eines Bügeleisens ist die Heizspule. Sie liegt in der Bügeleisensohle versteckt. Wenn das Bügeleisen an Strom angeschlossen wird, wird die Spule heiß und erwärmt die Sohle. Ein Bügeleisen braucht man, um Falten in der Kleidung zu glätten. Bügeleisen haben auch einen Wassertank. Wenn das Wasser erhitzt, wird es zu Dampf. Der Dampf kommt durch die Löcher in der Bügeleisensohle. So wird es einfacher, Falten zu glätten. Ah, das ist heiß. Jetzt muss ich es nur noch mit Wasser füllen, Professor. Das ist doch Wasser, oder? Ja, Wasser. Selbstverständlich. Was soll es denn sonst sein? Nein. Moment. Das ist kein Wasser. Was denn sonst? Nun, es ist Saft. Saft? Ja, Saft. Oh nein, das hält das Bügeleisen nicht aus. Und es stinkt so widerlich. Ich habe es kaputt gemacht. Wie schrecklich. Nein, Elisa. Machen Sie sich nicht verrückt. Mich nicht verrückt machen? Es ist die Genie des Jahreszeremonie. Und Sie werden in einem zerknitterten Anzug vor dem ganzen Land stehen. Oh, das überlebe ich nicht. Elisa. Halten Sie durch. Passen Sie auf. Elisa. Elisa. Professor Eugenius, ist alles okay? Ach, könnte nicht besser sein. Wir kümmern uns um das Bügeleisen. Und Sie kümmern sich so lange um Elisa. Ach, das wäre toll. Sieh dort drüben. Ich repariere den Kontakt. Du und Noli könnt den verbrannten Saft abkratzen. Elisa, bitte wachen Sie auf. Geschafft! Es ist repariert. Elisa, Sie sollten das Bügeleisen sehen. Es funktioniert. Was? Und ich liege hier nur herum? Ich muss mich beeilen. Bügeleisen und Anzug. Zerknitterte Kleidung ist nicht gerade schön. Und deswegen haben Menschen schon zu Urzeiten versucht, Falten loszuwerden. Zum Beispiel, vor langer Zeit legten Menschen ihre Kleidung unter einen schweren, glatten Stein.
Im antiken Rom schlugen Menschen ihre Gewänder mit einem Metallhammer. Und in China wurde Kleidung mit heißen Bratpfannen gebügelt. Bügeleisen in der Form, die wir heute kennen, erschienen erstmals im Mittelalter. Sie waren aus gegossenem Eisen und mussten in einem Ofen erhitzt werden, bevor sie genutzt werden konnten. Später erhitzte man das Bügeleisen, indem man heiße Kohle hineinlegte. Und endlich, im 19. Jahrhundert, wurde das praktische elektrische Bügeleisen erfunden und wurde seitdem genutzt. Und der Preis für das Genie des Jahres geht an Professor Eugenius. Bravo, bravo, Professor. Danke sehr. Meinen aufrichtigen Dank an Sie. Bei dieser Gelegenheit sende ich meine Grüße an die Fix... an alle Fixi-Physiker. Gebt den Preis schon her. Ach, das war echt knapp. Brillant. Er ist einfach sensationell. Perfektion von Kopf bis Fuß. Nun ja, fast perfekt. Die Sprühdose. Aha, Fußspuren. Das habe ich mir gedacht. Sind das eure Fußspuren? Nicht unsere. Was ist denn auf euren Schuhen? Was habe ich mir nur eingebrockt? Elisa, was für ein schrecklicher Geruch. Was ist das? Das ist Gift. Warum brauchen wir Gift? Ich vermute schon eine ganze Weile, dass hier irgendwas in unserem Labor lebt. Also habe ich gestern, als es dunkel wurde, heimlich den Tisch mit Mehl bestreut. Und was? Hier, sehen Sie, Fußspuren. Und ich werde sie zerstören. Zerstören? Kommen Sie nicht von selbst drauf? Kakerlaken überall. Eine Kakerlake, das denkt sie von dir. Woher wollen Sie wissen, dass das Kakerlaken sind? Was soll es denn sonst sein? Nun, vielleicht eine Spinne? Nun, Spinnen sind süß. Und nett ebenfalls. Aber wo ist dann das Spinnennetz? Ich weiß es nicht. Ganz genau. Sind Kakerlaken. Das Zeug ist widerlich. Wo kommt das Zeug her? Es kommt aus einer Aerosolsprühdose, Nolik. Aerosol besteht aus winzigen kleinen Teilen und Partikeln, die ziemlich lange in der Luft hängen können. Staub, Rauch und Nebel. All das ist Aerosol. Menschen haben vor langer Zeit gelernt, wie man Aerosol herstellt. Man hat eine Flüssigkeit genommen, die Mücken abweist und in eine Dose gefüllt und Gas hinzugegeben. Wenn man den Knopf drückt, drückt das Gas die Flüssigkeit durch ein winziges Loch. Und so funktioniert ein Insektenspray. Dieses Spray wird die Fixes vergiften. Wir müssen Elisa unbedingt aufhalten. Lasst uns die Sprühdose zerstören. Das können wir nicht machen. Und was, wenn wir sie mit Schlagsahne auswechseln? So ein Quatsch. Wir müssen Elisa überzeugen, dass es nämlich eine Spinne war und nicht Kakerlaken. Spinnen findet sie süß. Du hast recht. Lasst uns Buggy suchen. Sprühdosen werden ganz unterschiedlich verwendet. Sie sind zum Beispiel sehr praktisch, um Medizin in einen geschwollenen Hals zu sprühen. Sie können genutzt werden, um die Luft mit dem süßen Duft von Parfüm zu erfüllen oder um unangenehme Gerüche mit Deodorant zu übersprühen. Mit Sprühdosen kann man auch sehr gut Farbe auftragen. Damit kann man sehr gleichmäßig malen. Manche Sprühdosen werden sogar für Essen gebraucht. Aber in Sprühdosen können auch tödliche Gifte sein, wie Insektenspray.
Passt also auf, welches Spray ihr benutzt. Und ihr müsst immer vorsichtig mit Sprühdosen umgehen, damit niemand in eurer Umgebung verletzt wird. Eine Sprühdose darf man niemals öffnen, auseinandernehmen oder in sie hineinstechen. Und Spraydosen dürfen niemals erhitzt werden oder in die Nähe eines offenen Feuers geraten, denn sie beinhalten Gas, das explodieren kann. Hallo, du! Warte! Hey, wo gehst du hin? Buggy, wir brauchen deine Hilfe. Warte doch! Buggy, hab keine Angst. Wir sind deine Freunde, stimmt's? Kannst du uns helfen, bitte? Da sind ja neue Spuren. So, liebe Kakerlaken, das wird euer Untergang. Bist du bereit? Dann los! Schnell! Oh, verschone Buggy. Nein. Du bist so süß. So eine süße Spinne. Wollen wir Freunde sein? Es hat geklappt. Ich hoffe, jetzt wird sie niemanden mehr vergiften. Meine kleine Spinne, ich hätte dich ja fast vergiftet. Spinne, wohin gehst du? Wir sind doch Freunde. Ja, das war eine gute Idee. Sei lieber mit uns befreundet. Buggy, warte! Sie ist sauer. Wegen uns wäre sie fast vergiftet worden. Sie wird uns schon verzeihen, wenn wir uns nett entschuldigen. Das Programm. Alles klar. Mal sehen. Sag guten Morgen. Guten Morgen. Hebe den Arm hoch und senke den Arm. Es klappt. Ausgezeichnet. Hallo, Professor Eugenius. Hallo, Fixies. Schön, euch heute zu sehen. Was erfinden Sie denn heute? Ich verbessere den Manipulator. Jetzt kann das Gerät sehen, hören und sogar sprechen. Guten Morgen. Oh, wow. Wenn dieses Ding ein Gehirn hätte, dann wäre es ja wie ein Mensch. Aber es hat ein Gehirn. Hast du gesehen, wie Professor Eugenius den Computer mit dem mechanischen Arm verbunden hat? Du meinst, der Computer ist ein Gehirn? Na, nicht ganz. Der Computer ist nur ein Stück Metall. Guten Morgen. Was einen Computer intelligent macht, sind die Programme darin. Stellt euch vor, ihr kommt von der Schule nach Hause und findet einen Brief von eurer Mutter. Zieh dich um, iss Mittag, mach den Abwasch und mach die Hausaufgaben. Ungefähr so funktioniert ein Computerprogramm. Es ist eine Abfolge von Befehlen, die der Computer ausführt. Einen nach dem anderen. Programme werden auch Applikationen genannt. Davon gibt es viele in Computern, Tablets und Smartphones. Computerprogramme sind es, die diese Geräte so schlau machen. Jetzt haben wir es. Ich habe das Programm optimiert. Mal sehen. Nun wird der Manipulator auf meinen Befehl, die schmutzige Tasse waschen. Manipulator, eine schmutzige Tasse. Eliminiere das Problem. Wird ausgeführt. Das Problem wurde eliminiert. Er hat sie wohl falsch verstanden. Ich versuch's nochmal. Räum die Scherben auf. Nicht verstanden. Nun, wisch den Boden. Nicht verstanden. Wie wär's mit befreie das Labor von allen fremden Objekten? Verstanden. Wird ausgeführt. Ich sehe zwei fremde Objekte. Hey, was wird das denn? Hey! Stopp! Sofort! Das sind keine fremden Objekte. Das sind meine Freunde. Schon besser. Noch ein fremdes Objekt. Ich bin nicht fremd. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Fremdes. Genug! Stopp! Was? Du kriegst uns nicht? Du brauchst noch einen Arm. Verstanden. Armverlängerung. Stopp! Sitz! Platz! Ja. Oh, hierher! Oh, Gott!
Ihr Programm scheint nicht zu funktionieren. Das ist sicher. Es gibt Fehlfunktionen. Moderne Geräte funktionieren oftmals durch den Befehl von verschiedenen Computerprogrammen. Diese Programme können Störungen haben. Zum Beispiel kann eine Autoalarmanlage ohne Grund losgehen. Oder ein Computer befolgt nicht mehr eure Befehle und macht von selbst komische Dinge. Oder das Handy friert ein und reagiert nicht mehr, egal wie oft man darauf drückt. Wenn das euren Geräten passiert, wird geraten, sie neu zu starten. Oder schaltet das Gerät aus und wieder an. Manchmal hilft das und das Gerät funktioniert wieder. Aber wenn das nicht hilft, braucht ihr vielleicht einen Techniker, der herausfindet, ob es am Programm liegt oder am Gerät selbst, so dass er es reparieren kann. Wie stoppen wir dieses Ding? Oh, ich glaube, dass wir den Manipulator vom Computer trennen müssen. Das ist genial. Ich lenke ihn ab und ihr zieht den Stecker. Nein, das ist meine sensible Stelle. Autsch! Bist du bereit? Und eins! Autsch! Und zwei! Ich sehe, was da los war. Was? Das Programm hat einen kleinen Fehler. Jetzt muss das klappen. Jetzt sollte er sich benehmen. Probieren wir es aus. Einen Moment, auf keinen Fall. Es reicht für heute. Wir müssen erst dieses Chaos aufräumen. Keine Sorge, der Manipulator macht das für uns. Keine. Hurra, Mittag! Tom Thomas, du legst deinen Ball auf den Tisch? Der ist doch dreckig. Weißt du nicht, wie viele Keime darauf sind? Wasch dich schnell. Guck, alles sauber. Hier, komm, für dich. Das habe ich gesehen. Geh ins Bad und wasch die Hände. Warum? Hat Kaubacke Keime? Sehr viele. Komm schon, gib ihn zurück. Schon wieder? Hi, Tom Thomas. Mhm. Warum bist du so sauer? Wasch du mal deine Hände. 5-mal hintereinander. Keime hier, Keime da. Die existieren sicher nicht mal. Natürlich gibt's die. Sie sind nur so winzig, dass man sie ohne Mikroskop nicht sehen kann. Tom Thomas, lass uns in das Büro deines Papas gehen. Er hat doch ein Mikroskop. Und so können wir uns die Keime ansehen. Keime und Mikroben sind so kleine Kreaturen, dass wir sie nur mit einem Mikroskop sehen können. Aber sie leben überall. In der Erde, im Wasser, in der Luft. Sie sind überall. Auch auf uns. Manche Mikroben können sich bewegen durch kleine Filamente oder Schwänze. Die meisten Keime sind harmlos, aber es gibt auch gefährliche. Geraten sie in euren Körper durch die Nase oder den Mund, könntet ihr Halsschmerzen oder Bauchschmerzen bekommen. Dreh noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt schau hinein. Das ist ja schrecklich. Hey, lass mich auch sehen. Wow, die sind ja gruselig. Wartet mal. Hab ich wirklich auch Keime, die auf meinen Händen leben? Du sagst es. Aber ich hab sie gewaschen. 7-mal. Mit Seife? Nein, nur Wasser. Du musst Seife nehmen, wenn du Keime loswerden willst. Nicht nur Wasser. Also, welche Seife soll ich nehmen? Egal. Diese oder diese. Sie sind beide antibakteriell. Sie töten also Bakterien. Und was ist mit Keimen? Sterben sie auch? Natürlich. Bakterien sind nur eine andere Bezeichnung für Keime. Sie sind dasselbe. Wasch dich. Tom Thomas, gib mir einen Tropfen der flüssigen Seife. Ich möchte richtig saubere Hände. Gut gemacht. Weiter so. Wow, wir sind sauber. Lass uns das Puzzle zusammensetzen. Alles klar. Oh, sind da nicht viele Keime auf jedem Teil? Und sie sind auf dem Fußball. Was sollen wir tun? Ich denke, wir waschen sie mit Seife. Nein, das ganze Zimmer. Hast recht. Yeah.
umgeben von Millionen von unsichtbaren Bakterien. Dazu zählen auch die, die Krankheiten auslösen. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn man folgende einfache Regeln befolgt. Esst nur gewaschenes Obst und Gemüse. Haltet euer Zuhause sauber und wascht die Hände gründlich mit Seife. Am besten mit antibakterieller Seife. Und zwar jeden Tag. Antibakterielle Seife schützt euch ein paar Stunden lang nach dem Händewaschen. Sie reinigt nicht nur eure Hände, sondern hält auch Bakterien davon ab, sich zu vermehren. Es gibt auch nützliche Bakterien. Manche Bakterien können in Milch gegeben werden, um Joghurt und Hüttenkäse herzustellen. Andere werden für die Reinigung von Wasser eingesetzt. Sogar im Inneren des Menschen sind viele nützliche Bakterien, die dem Körper helfen, Essen zu verdauen. Ah, Nolik, was denkst du? Gibt es Mikroben, die auf Seife leben? Ich weiß nicht. Wir sollten die auch waschen, um sicher zu gehen. Hey, was macht ihr zwei hier? Wir waschen die Seife. Mit Seife? Damit keine Keime drauf sind. Das ist nicht euer Ernst. Hört zu, alle Keime loszuwerden ist unmöglich. Und unnötig. Ihr müsst euch nur vor den Schlechten schützen. Ah, Bakterien? Null. Tom Thomas, ich muss kurz rein und... Dein Zimmer säubern. Aber ich hab schon alles geputzt. So ein braver Junge. Der Tisch glänzt ja. Alles ist so sauber hier. Gut gemacht. Was ist los? Gar nicht. Du wirst doch nicht krank, oder? Nein. Tom Thomas, du hast das wirklich toll gemacht, aber du gehst etwas zu weit mit dem Putzen. Verstehst du? Ich verstehe. Und verstehst du's? Ich? Was denn? Das Allerwichtigste ist, dass du deine Hände mit Seife wäschst. Okay. Auf die Keimbekämpfer! Ihr macht die Welt wieder sicher. Wieder ein paar Keime weniger. Der Papagei. Lisa, willst du dein Futter? Wow, Tom Thomas. Wer ist das? Simka, Nolik, das ist Lisa. Mein Papa hat sie aus Afrika. Kaum zu glauben! Du hast einen echten Papagei? Kann der reden? Papa hat gesagt, sie kann. Aber ich habe sie noch nicht gehört. Nun mal sehen, ob sie kann. Okay, sag, Lisa ist ein lieber Vogel. Nein, sie soll meinen Namen lernen. Das wäre so cool. Lisa, sag Nolik. Das ist mein Name. Sie will über Nolik nicht sprechen. Vielleicht spricht sie keine menschliche Sprache. Check das aus! Anscheinend spricht sie die Hundesprache. Nein, Nolik. Sie spricht überhaupt keine Sprachen. Wie kann sie dann sprechen? Papageien können viele verschiedene Klänge imitieren, die sie hören. Zum Beispiel Hundebellen oder das Klingeln des Telefons. Papageien können auch Worte nachahmen und sogar ganze Sätze der menschlichen Sprache. Aber Papageien verstehen nicht die Bedeutung der Worte, die sie sagen. Sie wiederholen einfach nur wie ein Plattenspieler. Hey, hallo! Hey, hallo! Deswegen wird man kein echtes Gespräch mit einem Papageien führen können. Auch dann nicht, wenn es ein sprechender Papagei ist. Dann lassen wir sie eben etwas wiederholen. Hey, Lisa, Tedish, das ist der besondere Ausruf der Fixies. Sag es, Fixies haben einen besonderen Ausruf. Tedish! Mein Papa ist zurück. Schnell, verstecken wir uns. Hallo, und wie läuft's? Redet ihr beiden schon miteinander? Ich kann sie nicht dazu bringen, etwas zu sagen. Ja? Lisa, wie geht's? Lisa ist ein guter Vogel. Vorhin hat sie gar nichts gesagt. In meiner Nähe redet sie gerne. Lisa ist ein guter Vogel. Nolik ist mein Name. Wer ist denn Nolik? Nein. Lisa meint, sie hat kein Glück im Spiel. Welches Spiel? Verstecken wir uns. Schnell, verstecken. Wir haben Verstecken gespielt. Mit dem Papagei? Aha. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Oh.
Fixies haben einen besonderen Ausruf. Was? Fixies? Einen besonderen Ausruf? Nein. In Physik gibt es Formeln und so. Das lernen wir gerade in der Schule. Naja, wie besonders Physik ist. Wow, beeindruckend. Na dann mach weiter so, mein Sohn. Ja! Die Fähigkeit, das zu wiederholen, was Menschen sagen, haben nicht nur Papageien. Krähen, Stare und andere Tiere können das auch. Und abgesehen von Tieren können auch Maschinen die menschliche Sprache wiedergeben. Zum Beispiel, wenn ihr jemanden anruft und hört, bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Das ist ein Anrufbeantworter, der eine aufgenommene Stimme nutzt, um den Anruf zu beantworten. Noch ein Beispiel ist die Stimme in Zügen und Bussen, die die Haltestellen ansagt. Solche Stimmen sind normalerweise Aufnahmen, die immer wieder wiederholt werden. Heute gibt es auch künstliche Stimmen auf Computern, Tablets und Smartphones, die Text lesen und ihn wiedergeben können. Aber auch wenn eine Maschine weiß, was ihr sagt, weiß sie trotzdem nicht, warum ihr es sagt. Das verstehen nur Menschen. Und natürlich Fixies. Tom Thomas, du bist ein Held. Du hast dich da wirklich gut rausgeredet. Und Lisa, böser Vogel, du hättest ihn fast verraten. Pass auf mit diesen Papageien. Ich verstehe. Lisa, hör zu. Vergiss alles, was wir gesagt haben. Und erwähne nie wieder Nolik, okay? Ja, überhaupt nichts über die Fixies. Ja, wenn du einen Fixie triffst, bitte, verrate es nicht. Verstehst du? Ah, sie nickt. Sieht aus, als hat sie verstanden. Lass uns schnell gehen, damit sie uns so schnell wie möglich vergisst. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Aha! Tidisch, Tidisch, Tidisch!